Das französische Bildungssystem, das französische Schulsystem ist für mich ganz anders als das deutsche. Ich habe selbst an einem Schüleraustausch teilgenommen, war eine Woche lang in der französischen Partnerstadt und hatte den Eindruck, es ist sehr, sehr fokussiert, sehr eingerahmt, es bietet weniger Freiheiten, vermittelt sehr viel Allgemeinbildung. Und was mich als Deutsche sehr irritiert hat, muss ich zugeben, waren die Zäune um jede Schule. Es hatte ein bisschen was von Eingesperrtheit. Und ja, das hat mich am meisten geprägt im französischen Schulsystem. Später war ich an einer französischen Universität und dort war es viel offener. Dort kamen wir in den Austausch, dort ging es um den Dialog, aber in der Schule war es zunächst sehr fokussiert auf das Lernen, auf das Beschultwerden und weniger auf das eigene. On est plus libre, on peut choisir les cours par thème et en Allemagne, il n'y a pas un emploi du temps fixe. À mon avis, le système d'éducation en France est plus strict qu'en Allemagne, parce que par exemple en Allemagne, on peut choisir les cours, on est plus libre, on peut choisir par les thèmes. Was ich am französischen Abitur total super finde, ist, dass es zentralisiert ist und dadurch in ganz Frankreich ein gleiches Abitur gibt. Je pense que pour nous, les Allemands, beaucoup de nous ont eu l'impression, si elle était en France, que l'école, plutôt, surtout le collège, est un peu comme une prison parce que les élèves, ils sont vraiment, ils ne peuvent pas entrer et aller dehors si comme c'est plus normal chez nous.